Meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank für diese Einladung. Ich bin natürlich gerne hier, weil ich schon viele, viele Jahre für die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung mich einsetze. Zum Zweiten freue ich mich, ich habe meine Stimme wieder, denn bis gestern Abend hätten Sie mich heute nicht sprechen hören können. Der dritte Grund, warum ich gerne hier bin, ich habe das Thema Förderung von Technikern und von Meistern eigentlich seit den 80er Jahren des letzten Jahrzehnts, und daran können Sie ja messen, wie lange ich schon beruflich tätig bin, immer wieder in den Betrieben getrieben. Ich erinnere mich noch bestens, als ich bei der Motoren- und Turbinenunion München Friedrichshafen tätig war, wie wir über mehrere Jahre fast 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum einen Technikerinnen, Techniker, zum anderen Meister, Meisterin ausgebildet haben, und das auch ganz bewusst, nicht nur um Jobs zu besetzen, sondern um mittelfristig personalplanerisch abgesichert sozusagen den Nachwuchs auf diesen Feldern zu haben. Ja, jetzt brauche ich natürlich als Dinosaurier, brauche ich ganz kurz jemanden, der mir meine Präsentation zur Verfügung stellt, wenn mir da vielleicht jemand hilft. Meine Technik. So. Ja, hier habe ich sie. Okay, ich würde sagen, okay. Probieren wir mal hier. So, das sind natürlich die Vor- und Nachteile einer MUG, wie Sie es jetzt hier erleben. Wenn dann die älteren Herren sozusagen digital unterrichten, dann gibt es ein Stückchen ein Problem. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte in fünf großen Themenfeldern mein Thema bearbeiten. Zum einen das Thema MINT als essentiell für das Geschäftsmodell Deutschland. Zum Zweiten, was sind die großen Veränderer der Arbeitswelt, die großen Megatrends? Warum ist die Stopp, die Talentausschöpfung in Deutschland noch so mangelhaft? Warum ist Bildung, und Sie, Herr Schüle, haben es angesprochen, nach wie vor ein Stück Stiefkind bei Politik, Wirtschaft, aber auch bei den Bildungsinstitutionen selber? Und am Schluss ein paar Worte, was sind die Hausaufgaben, sozusagen der Rucksack, den alle Akteure in diesem Lande haben. Meine Damen und Herren, wenn wir heute über Bildung und MINT und Techniker und Fachkräftenachwuchs sprechen, dann sprechen wir das in einem Lande, das als Europas Motor gesehen wird. Und noch vor 8 Jahren waren die Bilder des Economist genau anders. Da hieß es nichts Germany's Surprising Economy, sondern hieß es Germany's Diminishing Economy. Und da hieß es nicht Europe's Engine, da hieß es Europas kranker Mann. Und ganz wesentlich für diese Entwicklung ist, dass Deutschland eigentlich trotz des Strukturwandels, was heißt Deindustrialisierung, und Sie sehen an der schwarzen Kurve hier, dass Deutschland im Grunde ähnlich wie auch alle anderen Länder, Frankreich, Italien, Japan, United Kingdom und USA, diesen Prozess der Deindustrialisierung genommen hat, dass aber Deutschland signifikant weniger an Fertigungstiefe verloren hat als die meisten anderen europäischen Länder oder die USA. Sie sehen das gegenläufig auch im Dienstleistungssektor, und was eine ganz interessante Entwicklung war, Deutschland hat ja während der Weltwirtschaftskrise 2008 nicht nur die 21% industrielle Wertschöpfung gehalten, sondern absolut gesehen nochmal 2,8% dazugelegt auf fast 24%. Und Roland Berger hat mal eine sehr schöne Studie gemacht und hat gesagt, Deutschlands Vorteil sind die Industriekerne mit Systemköpfen. Der Mittelstand ist das Herz und das Handwerk ist das Rückgrat. Und im Unterschied zu ganz vielen europäischen Ländern haben wir ja eine sehr dezentrale industrielle Infrastruktur. Das kommt übrigens historisch aus der späten Einigung Deutschlands und durch die lange Zeit, in der deutsche Fürstentümer da waren, die jeder für sich sozusagen ein Stück Infrastruktur
und Wertschöpfung begonnen haben aufzubauen. Das heißt, aus der langen Zersplitterung Deutschlands erwächst heute eigentlich in einem ganz, ganz guten Sinne die sehr breitflächige industrielle Infrastruktur dieses Landes, ganz im Unterschied beispielsweise zu Frankreich, wo sozusagen es gerade noch den Gürtel um Paris herum gibt und dann nur noch 3, 4 Zentren, in denen tatsächlich industriell mit hoher Fertigungstiefe gearbeitet wird. Und es sind die Industriekerne, die Nuklei, und zwar in den Technologieclustern mit ihren Systemköpfen, und dann sprechen wir über die Effizienz in technischem Vertrieb, wir sprechen über das Qualitätsmanagement, wir beherrschen die kostenarme Fertigungsplanung und Fertigungssteuerung und das Engineering komplexer Wertschöpfungsketten. Und das ist mit Sicherheit etwas, was natürlich ganz signifikant zum Wohlstand dieses Landes beiträgt. Ich sage manchmal flapsig, ohne MINT könnten wir uns so viele Journalisten, Redakteure, Betriebswirte, Sozialwissenschaftler etc. wahrscheinlich gar nicht leisten. Oder Sie könnten nicht auch so mit diesem Wohlstand leben. Lassen Sie mich zum zweiten Thema kommen, Megatrends als Veränderer der Arbeitswelt. Ich sehe eigentlich 5 große Trends, die unsere Arbeitswelt verändern. Die Demografie, auf die gehe ich gleich nochmal detailliert ein. Zum Zweiten aber auch das Thema Migration und Globalisierung. Ich werde nachher auf einigen Charts zeigen, wie Migration zunehmend wächst in diesem Lande und wie gleichzeitig auch das Qualifikationsniveau von Migration und Migranten und Migrantinnen zunehmend wächst. Auf der anderen Seite, und da liegt gerade jüngst eine Studie vor, haben wir über die letzten 8 Jahre Tausende der besten Forscherinnen und Forscher netto an die Schweiz, an Kanada und an die USA verloren. Das heißt, wir haben im Grunde 2 gegenläufige Trends. Auf der einen Seite im Breitensport die Einwanderung nach Deutschland zunehmend qualifiziert und auf der anderen Seite im Spitzensport nach wie vor im Grunde der sogenannte Brain Drain, der Weggang der besten Gehirne, und der wird nicht wettgemacht durch den Zufluss der besten Gehirne. Die Forscher in der jüngst veröffentlichten Studie wiesen sogar darauf hin, dass die Qualifikation derer, die rausgehen aus Deutschland, sogar noch ein Stückchen höher ist als die der Besten, die nach Deutschland einwandern. Der dritte große Trend ist das Thema Wertewandel. Hier sprechen wir zunehmend, dass Menschen sagen, ich mache mein eigenes Ding. Das Thema der Individualität, des sich selber Profilgebens. Ich halte das Reden über die Generation Y zum Teil übertrieben, denn das ist im Grunde ein generationenübergreifender Trend, dass man sich zunehmend als souverän sieht und nicht mehr nur als abhängig Beschäftigter. Disruptive Veränderungen, ich glaube, das ist ein Schlüsselthema. Wir sehen heute am Schlingern von RWE, E.ON und EnBW, oder wir sehen es am Niedergang der Solarenergie in diesem Lande. Wir sehen es aber auch beispielsweise am Niedergang des Bankenwesens, dass bestimmte Branchen sozusagen ans Ende kommen. Und dass das mehr, schneller, höher, weiter der Vergangenheit nicht mehr greift, sondern signifikante Veränderungen des Geschäftssystems angesagt sind. Und das sind natürlich diese technologischen oder kulturellen Umbrüche, sind natürlich signifikante Veränderer der Arbeitswelt. Last not least, auf dem Spiel der Arbeitswelt, da haben sich früher Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, Mitarbeiter und Unternehmer getummelt. Heute sind das sehr viel mehr. Es sind im Grunde die Akteure in den Medien, es sind die Akteure der Politik. Heute wird ja im Grunde ein signifikant höheres Maß sozusagen an Arbeitspolitik nicht mehr betrieblich gemacht, so wie ich das als junger Mann bei Daimler-Benz in den 70er Jahren erlebt habe, sondern der Staat tut subsidiär oder nicht subsidiär, ersetzt in Teilen sozusagen die Gestaltungskraft der Unternehmen respektive der Sozialpartner. So, das sind die 5 großen Trends in dieser Arbeitswelt. Und wenn ich einen mir jetzt besonders rausgreife, die Demografie, dann sehen Sie, dass wir bis 2030
fast 5 Millionen beruflich qualifizierte Fachkräfte weniger haben. In dieser Chart ist noch unterstellt ein Nettozuwachs von Migration von 100.000. Sie werden sehen, dass der im letzten Jahr signifikant höher war. Das heißt, möglicherweise wird sozusagen, wenn dieser Trend anhält, werden wir nicht über 5 Millionen, sondern 3,3 bis 3,5 Millionen weniger Fachkräfte reden, wenn der Nettozuwachs 200.000, 300.000 sich stabilisiert. Sie sehen aber auch, dass die Zahl derer mit akademischem Abschluss signifikant steigt, von fast 7 Millionen auf 8,6 Millionen. Sie sehen, dass die Zahl derer ohne Berufsausbildung leicht zurückgeht, von 6,1 Millionen auf 5,6 Millionen. Sie sehen aber auch, dass wir einen signifikanten Rückgang haben bei Fachabschlüssen, Meistern und Technikern und einen Rückgang an junger Menschen ohne Berufsausbildung. Die Fachkräftelücke heute beträgt 105.000, fast hälftig geteilt zwischen beruflich Qualifizierten und Akademikern. Bei den 55.000 oder 60.000 akademisch Qualifizierten, wo die Lücke heute existiert, das sind zu ungefähr hälftig Informatiker und die anderen Hälfte sind Ingenieure. Wir haben also keinen Mangel auf dem Feld der Mathematik und der Naturwissenschaften. Auf dem Gebiet der beruflich Qualifizierten sieht das noch beherrschbar aus mit 55.000 bis 60.000. Doch wenn man dann in die einzelnen Berufsgruppen selbst hineinguckt, dann sieht man, dass das ganze Thema Energietechnik, Elektrotechnik, Überwachung und Steuerung Verkehrsbetriebe, Überwachung, Wartung, Verkehrsinfrastruktur, technischer Betrieb, Eisenbahn, Luft- und Schiffsverkehr, Fern- und Entsorgung, Klempnerei, Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik, technisches Zeichnen, Konstruktion, Berufsfelder sind, auf denen heute schon ein signifikanter Mangel zu verzeichnen ist. Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit, Dezember 2013. Sie sehen, dass wir dieses Thema ohne qualifizierte Zuwanderung nicht lösen werden. Es wird im Grunde ein zweibeiniges Thema sein. Auf der einen Seite alle Talentquellen in diesem Lande auszuschöpfen und auf der anderen Seite die qualifizierte Einwanderung zu forcieren. Ich wundere mich immer noch, dass wir bis heute nicht eine intensive Debatte haben, wie wir, nachdem es jetzt schon 44% Hochqualifizierte sind, wie wir durch ein Punktesystem ähnlich wie Kanada dieses Thema auf 70-80% nach oben treiben können. Aber Sie sehen, dass nach einem Tal der Tränen, wo zum Teil wir mehr Menschen verloren haben, als zu uns nach Deutschland gekommen sind, wir eine Trendumkehr haben und gleichzeitig in dieser Trendumkehr die Zahl der Hochqualifizierten zunimmt. Insofern sprechen wir auf der einen Seite um das Thema qualifizierte Zuwanderung. Wir sprechen aber auch zum Zweiten um eine Qualifizierungsoffensive auf drei großen Feldern. Auf die Qualifizierungsoffensive für wissensintensive MINT-Arbeit, die Qualifizierungsoffensive für industrielle und Servicefacharbeit und die Qualifizierungsoffensive für niedrig qualifizierte bzw. bildungsarme Schichten. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum dritten Punkt meines Vortrags kommen: Stoppschilder und mentale Hürden, Talentausschöpfung noch mangelhaft. Die OECD liest uns ja Jahr für Jahr die Leviten. Was das Thema soziale Gerechtigkeit beim Bildungszugang betrifft, so ist Deutschland schon seit vielen Jahren deutlich unter dem OECD-Durchschnitt. Und ich möchte dieses an einigen Beispielen verdeutlichen. Ein Viertel aller 15- bis 20-Jährigen besitzen Migrationshintergrund. Nur 28% dieser jungen Menschen mit Migrationshintergrund absolvieren eine Berufsausbildung.
Das heißt, die Zahl der jungen Menschen in den Warteschleifen respektive in der Jugendarbeitslosigkeit speist sich zu über 50% aus jungen Menschen mit Migrationshintergrund. In Betrieben mit bis zu 50 Mitarbeitern bekommen 27% der Bewerber mit deutschem Absender Einladungen zum Gespräch, aber nur 9% derer mit türkischem Absender. Eine Studie der Universität Konstanz mit Akademikern ergab das musterähnliche Bild. Übrigens eine Situation, wie Sie es heute beim Thema Wohnungsvergabe genauso wieder erleben in den Städten mit Wohnungsknappheit. 44% aller internationaler Hochschulabsolventen, die den Abschluss geschafft haben, Klammer auf, die Abbruchquote war 52%, bleiben in Deutschland. 56% gehen in ihr Heimatland zurück oder wandern in andere Länder ab. Die Hälfte, die in andere Länder abwandert, wandert im Wesentlichen in einwanderungsfreundlichere Länder ab. Kanada, Schweiz, Skandinavien, USA. 40% aller internationaler Absolventen sagen, dass sie Diskriminierung erleben. In England sagen das 28%. Das Thema Berufsausbildung, der erste Bullet Point da oben, darüber habe ich schon gesprochen. Der Anteil der Arbeiterkinder auf Gymnasien würde sich von 19,5% auf 28,5% erhöhen, wenn Lehrer bei gleicher Leistung nicht ungleich benoten und Eltern nicht über Zugang entscheiden würden. Nachzulesen in den Studien des Wissenschaftszentrums Berlin, erst jüngst erschienen, respektive der Vodafone-Stiftung. 73% aller Kinder aus Akademikerfamilien erlangen Hochschulzugang, nur 17% aus Arbeiterfamilien. Jetzt kommt ein ganz trauriges Kapitel. 60% der akademischen MINT-Absolventinnen und Expertinnen erlebten nach einer Studie von Akatech aus dem Jahre 2010 Diskriminierung in Studium und Karriere. 66% aller vom Verband die Führungskräfte befragten Managerinnen erlebten berufliche Diskriminierung. Ein Blick auf die Weiterbildung. Nur 20% der über 50-Jährigen nehmen an betrieblicher Weiterbildung teil. Nur 15% der Niedrigqualifizierten nehmen an Weiterbildung teil, 40% der Hochqualifizierten. Ich glaube, ich kann es an diesem Thema belassen. Ich wollte Ihnen einige Blitzlichter geben, warum ich glaube, dass Deutschland auch vor dem Hintergrund der Fachkräftelücke nach wie vor eine Sortiermaschine und in Teilen sogar eine Kastengesellschaft ist. Sie sehen das, dass sich die soziale Selektion sich sogar über die Jahre verstärkt hat. Die sogenannte Akademikerschwemme an die Hochschulen betrifft überwiegend Bildungsbürger. Wer heute also fordert, sozusagen die Akademikerschwemme zu beenden, der trifft im Grunde junge Menschen aus sozial schwächeren oder niedrigeren Schichten. Also ist ein objektiver Diskriminierungstatbestand in sich selber. Schon in der Kindheit wird Herkunft benotet. Schauen Sie bitte nur auf die rechte Seite. Wie würde sich der Anteil der Arbeiterkinder auf Gymnasien verändern, wenn ihre soziale Herkunft keine Rolle spielen würde? Aktueller Anteil 19,2, wenn die Lehrer bei gleicher Leistung nicht mehr ungleich benoten, 28,5, wenn sich die soziale Herkunft nicht über die Lehrerbeurteilung, sondern über sonstige Faktoren nicht mehr auf schulische Leistungen auswirkt, 31,7%, wenn sich Eltern bei der Wahl der Schulform unabhängig von ihrer sozialen Schicht entscheiden würden, 32,5. Ich möchte noch auf einen Aspekt hinkommen, das Thema Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte. Auf den ersten Blick könnte man ja links sagen, das ist doch eine Erfolgsgeschichte ohnegleichen. Anteil der Studienanfänger ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung.
fast eine Vervierfachung seit 1997. Wenn Sie dann aber den prozentualen Zuwachs pro Jahr sozusagen ausrechnen, dann nivelliert sich natürlich diese Betrachtungsweise. Und wenn Sie die absoluten Zahlen sehen, und das sind dann die absoluten Zahlen der Absolventinnen und Absolventen, dann sehen Sie, über was wir wirklich sprechen. Und wir liegen natürlich in diesem Feld, und das ist die rechte Seite der Chart, liegen wir signifikant unter Schweden, Spanien, Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Österreich, Finnland. Allerdings noch vor Frankreich und Italien. Geschlossene Systeme sind nun mal hartnäckige Gegner der Vielfalt. Und was ich eigentlich auch hier als Kernbotschaft rüberbringen möchte, ich glaube, dass das Thema Bildung und das Thema Talentausschöpfung und das Thema Umgang mit Fachkräftelücke und das Thema Wettbewerbsfähigkeit auch und gerade in den MINT-Disziplinen und dann anschließend in den MINT-Berufen hat etwas zu tun mit dem Thema Diversität. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, bei uns selber, jedem Einzelnen, in unserem sozialen Umfeld, in unseren Unternehmen, in unserer Kommune, in der Gesellschaft, nochmal deutlich das Thema Willkommenskultur und dann auch noch Inklusionskultur. Inklusion heißt ja nichts anderes als Wertschätzung von Vielfalt zu treiben, dann werden wir sozusagen weder unsere eigenen Talentquellen ordentlich ausschöpfen können, die in unserem Lande sind, noch werden wir die qualifizierte Zuwanderung, die positiverweise heute schon passiert, in einer guten Art und Weise inkludieren können. Und dann geht es um die biologische Vielfalt, um das Thema Alter, um das Thema ethnische Herkunft. Es geht um die personale Vielfalt, bis rein in die Frage der persönlichen Stile und Problemlösungsmuster. Und es geht um die soziale Vielfalt. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein paar Worte sagen zum Thema Stiefkind. Des Themas Bildungs von Politik, Wirtschaft und Bildungsinstitution selber. Ich habe mal 11 Fragen gestellt, auf die wir aus unserer Sicht bis jetzt noch keine zufriedenstellenden Antworten haben. Was muss getan werden, um auch heute noch 550.000 jungen Menschen in Arbeitslosigkeit und Warteschleifen Brücken in die Berufsausbildung zu geben? Was muss getan werden, um einem Teil der 2,2 Millionen jungen Menschen zwischen 20 und 34 ohne Berufsausbildung pädagogisch dosiert Ausbildungsperspektiven zu eröffnen? Was muss getan werden, um junge Menschen mit Hartz IV und Migrationshintergrund insbesondere durch MINT vom Stigma der Bildungsarmut zu befreien? Denn wir wissen, dass MINT im Grunde die Aufsteigerkarriere ist für Menschen aus bildungsärmeren Schichten. Wie muss sich die Berufsausbildung verändern, um ein attraktives Biotop für Bologna zu werden? Denn diese ganze Frage der Modularisierung und der pädagogischen Portionierung stellt sich ja vor dem Hintergrund der diversen Ausbildungsplatzbewerber noch um ein vieles mehr. Die klassischen bürgerlichen, bildungsbürgerlichen Sollstandards, die zerbrechen ja an den Realitäten dessen, was uns an Bewerberinnen und Bewerber sozusagen vor der Tür steht in den Betrieben. Was muss getan werden, um für Arbeiterkinder und beruflich Qualifizierte die Hürden zum Studium mental und praktisch zu reduzieren? Was muss getan werden, um die Studienabbrecherquoten zu reduzieren? Was muss getan werden, um noch mehr Frauen für die MINT-Bildung zu gewinnen und für eine MINT-Karriere zu halten? Was muss getan werden, um die berufliche Fortbildung und die Fort- und Weiterbildung attraktiv zu halten, beziehungsweise die echte Gleichwertigkeit
von beruflicher und akademischer Qualifizierung herzustellen? Wie kann die Gesundheit der Beschäftigten generationsübergreifend vor dem Hintergrund der Fachkräftelücke zum unternehmerischen Thema werden? Was muss getan werden, um staatliche Hochschulen, insbesondere auch Universitäten, für berufsbegleitende MINT-Studiengänge zu gewinnen? Und wie können MINT-Firmen, MINT-Regionen und MINT-Standorte, die ja häufig im ländlichen Gebiet sind, attraktiv für MINT-Zuzügler und für ansonsten Abwanderungswillige werden? Lassen Sie mich aus dieser Fülle an Fragen ein paar wenige herausgreifen und versuchen, Antworten zu geben. Sie sehen an dieser Chart eigentlich die Situation hier und heute. Die Zahl der Ausbildungsplatzbewerber ist von 2005 auf bis 2013 von 740 auf 561.000 gesunken. Sie sehen die Zahl der Studienanfänger von 350.000 auf 506.000 gestiegen. Und Sie sehen, dass wir nach wie vor ungefähr, obwohl wir richtig viel getan haben, nach wie vor ungefähr 530.000 junge Menschen in Übergangssystem und Jugendarbeitslosigkeit haben. Das ist die aktuelle Situation hier und heute. Und ich mache jetzt mal eine Sattelberger-Interpretation. Nichts wird den Trend zur Akademisierung brechen. Keine Politik wird es schaffen, Eltern und studierwillige junge Menschen zu was anderem zu bringen. Zweitens, nur wenn es gelingt, am oberen Ende der Berufsausbildung wieder attraktive Arbeit für die Berufsausbildung zu machen, wird es gelingen, wahrscheinlich einen kleineren Teil in die Berufsausbildung zurückzuholen. Ich erinnere an die Älteren hier in der Runde, die alten Stammhauslehren von Siemens, die alten Stammhauslehren von Lufthansa, von Deutscher Bank, von Daimler-Benz. Das ist ja heute alles in dieser Form den Bach heruntergegangen. Wenn Firmen sich heute über zu viele Akademiker beklagen oder über zu wenig Facharbeiter, dann haben sie zum Teil ihren Teil dazu beigetragen, indem sie die Berufsausbildung gerade im gewerblich-technischen Bereich sozusagen nicht auch attraktiv und modernisiert und an diese neue Welt herangebracht haben. Das heißt, alles das, was im roten Bereich läuft und alles das, was im blauen Bereich läuft, ist im Grunde kaum noch eine veränderbare Größe. Heißt in der Konsequenz, Firmen müssen im Kern aus dem unteren Bereich schöpfen. Wenn Sie mich fragen, ist das schlimm? Nein, überhaupt nicht. Ich habe als junger Ausbilder bei Daimler-Benz 1975 hat die erste Generation der Ausländerkinder, der Gastarbeiter, die in den 60er Jahren gekommen sind, haben angeklopft bei Daimler und haben gesagt, können wir eine Berufsausbildung machen. Und da war natürlich klar, dass vom schulischen Hintergrund, vom schulischen Werdegang, auch damals schon vor 45 Jahren, erhebliche Lücken da gewesen sind. Und dann hat man begonnen zu modularisieren. Und das war im Unterschied zu heute kein Teufelswort. Da gab es halt eine anderthalbjährige Ausbildung zum Jungfachwerker Plus. So, und ich glaube, das sind die Wege, die wir hier und heute wieder beschreiten müssen, um in Kenntnis, dass wir mit einer komplexen, diversen, auszubildenden Bewerbungsgeneration, die zum Teil auch gar nicht rein möchte in die Betriebe, damit, dass wir im Grunde dort Brücken bauen. Das heißt, es geht nicht nur um die Optimierung und Skalierung des Übergangssystems, es geht um die Modularisierung der Berufsausbildung, 2-, 3-, 4-jährig, mit demokratischer Durchlässigkeit. Und man muss sich im Kern überlegen, wenn man weiß, dass in den Klassen 8 und 9 40% der Schüler schwänzen
und von den 60, die da sind, die Hälfte was anders im Kopf hat, dann muss man sich überlegen, ob man nicht Berufsausbildung sozusagen nach vorne verlagert und einen neuen Typ von Ausbildung schafft, der wie früher schon mit 14 oder 15 beginnt und nicht mit 17 oder 18 oder 19 und wo sozusagen erzieherische Aufgaben, die in der Berufsausbildung möglich sind, in das Zusammenspiel von allgemeinbildender Sekundarstufe 1 und Betrieb gestaltet werden können. Ich weiß, das ist ein extrem radikaler Vorschlag. In meinen Diskussionen mit den Kultusministern dieser Republik, da gibt es auf der einen Seite Begeisterung und auf der anderen Seite Angst. Der Kultusminister von Sachsen-Anhalt, der sagte zu mir, Herr Sattelberger, toll, das ist ja fast eigentlich wie die polytechnische Ausbildung in der alten DDR. Ich sagte ja. Und zwar breit, nicht eng auf ein Berufsqualifizierung zugeschnitten, sondern auf ein breites Berufsfeld. Die Berufsausbildung muss dann auch wieder eine attraktive zum Studium werden. Und wir brauchen eine breite Option berufsbegleitender Studiengänge. Denn, meine Damen und Herren, junge Menschen suchen heute nicht nur einen Ausbildungsplatz, sie fragen nach Perspektive. Und das ist im Grunde, nicht sprechen wir wirklich eigentlich über eine gesamthafte Bildung, die vielleicht es wieder schafft, das Exportmodell Berufsausbildung, das in diesem Lande zumindest im unteren Bereich erhebliche Systemschwächen hat, um dieses Modell wieder nach vorne zu kriegen. Und es braucht ganz oben Auswahlverfahren, die potenzialorientiert sind und nicht defizitorientiert. Ein zweites Thema möchte ich mir rausgreifen aus diesen 11 Fragen vorher. Das sind die Abbrecherquoten. Und zwar das gelbe Bachelor-Fachhochschulen, das rote Bachelor-Unis und die Unterpunkte. Sie sehen Mathematik 55%, Maschinenbau 53%, Elektrotechnik 53%. Und da sind ja die Wechsler nicht drin. So, und das ist natürlich wirklich eine Verschleuderung volkswirtschaftlichen Vermögens zum einen und zum zweiten auch eine Verschleuderung von Menschen, von denen ich annehme, dass ein guter Teil von ihnen mit Herzblut ihr Studium begonnen hat. Ich freue mich, dass mit dem Professor Hampe hier jemand auf dem Podium sitzt, der an der Technischen Universität Darmstadt die Weichen gestellt hat und nicht erst seit jüngst, sondern schon seit längerem, um mit diesem gravierenden Problem umzugehen. Wo stünde BMW, wenn eins von drei Autos fahruntüchtig wäre oder was die Universitäten in den technischen Disziplinen betrifft, eins von zwei Autos? Lassen Sie mich zum letzten Punkt kommen, alle Akteure mit Hausaufgaben, aber Hand in Hand. Das ist ein bisschen schwierig jetzt zu lesen, aber im Grunde müsste sich jeder Gedanken machen über die Landkarte der Talentquellen. Und zwar, wie divers bin ich eigentlich? Auszubildende ohne Schulabschluss, Auszubildende aus bildungsfernen Familien, Migrationsanteil. Als ich noch aktiv bei Telekom war, bis Mai 2012, habe ich ja unsere Ausbildungszentren gebeten, wirklich zu gucken, dass der Migrantenanteil in der Berufsausbildung so groß ist wie der Migrationsanteil in der Region. Sozusagen, man könnte sagen, eine Migrantenquote in der Berufsausbildung. Ich halte übrigens von solchen betrieblichen Zielwerten außerordentlich viel. Denn sie helfen im Grunde, die Breite der Talentquellen zu erschließen. Es geht aber auch um Absolventen ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung. Es geht um Absolventen mit Migrationshintergrund, es geht um Absolventen aus kritischen Disziplinen, es geht um alleinerziehende Absolventen. Meine Damen und Herren, wir haben in diesem Lande 2 Millionen alleinerziehende Mütter im sechsstelligen Bereich, alleinerziehende Mütter im Alter von 17 bis 30.
häufig an der Grenze zur Armut, an der Armutsgrenze, die es nicht schaffen, sozusagen parallel für die Erziehung des Kindes zu sorgen, noch ein bisschen Geld zu verdienen oder von der Stütze zu leben und sich zu qualifizieren. Das heißt, wir haben also auch hier noch gravierende Themen oder berufsbegleitend Studierende und last not least dann auch im Expertenbereich. Die Unterlagen, die erhalten Sie natürlich alle. Also das, was jetzt hier schlecht lesbar war, können Sie gerne im Netz dann nachlesen. Ja, ich möchte damit auch zum Schluss kommen. Ich glaube, wenn wir über Bildung der Zukunft sprechen, die hilft, das Thema Fachkräftelücke zu meistern. Wobei ich mich manchmal eigentlich dagegen sperre, dass nur die Fachkräftelücke der Treiber dieses Themas sein sollte. Eigentlich ist es der gesunde Menschenverstand oder es ist die Liebe und Wertschätzung zum Menschen, die hilft sozusagen Chancen, Fairness als ein Thema zu treiben. Wir müssen den Talentbegriff neu denken. Die letzten 20 Jahre waren elitär geprägt. Und zwar nicht nur beim MBA-Bereich im Akademischen, sondern auch unsere Ausbildungsabteilungen waren häufigst von den guten Gymnasial- und Realschulabsolventen verwöhnt und mussten gar nicht mehr die pädagogische schwierige Aufgabe des Umgangs mit Menschen aus bildungsärmeren Hintergrund anpacken. Wir brauchen erstens, und das wäre die Zusammenfassung meines Vortrags, eine Bildungsinklusion aller, auch schwierig erreichbarer Talentquellen. Wir brauchen eine soziale Durchlässigkeit bei Bildungskarrieren. Wir brauchen Bildungsperspektiven, die mit echten betrieblichen Karriereperspektiven verknüpft werden. Wenn berufliche Qualifizierung und akademische Qualifizierung in den Karrieremodellen weiter so auseinanderdriften, dann schießen sich die Firmen selber ins Knie. Wir brauchen eine echte Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildung und wir brauchen ein Neudenken der Auswahlverfahren, der Übergänge und der Bildungsstrukturen. Recht herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Sattelberger. Wenn ich Sie so reden höre, vor 25 Jahren hat mir ein Dozent gesagt, Deutschland ist auf dem Weg vom Gastarbeiterland zum Einwandererland. Wenn ich Sie höre, haben wir das verpasst. Naja, es ist ja nie zu spät. Aber wir brauchen schon ziemlich lang, bis wir das mental verarbeiten, was faktisch schon längst passiert ist. Und Sie sehen das ja, als der März die Leitkulturdebatte in Deutschland anstieß oder Sarrazin sein Buch veröffentlichte, da sahen diese Diskussionen, wurden ja gesellschaftlich nicht zu Ende geführt. Wir tragen da ein Thema mit uns nach wie vor herum, und das ist das Thema der Willkommenskultur. Und ich, jetzt kriege ich mit, dass ganz schwach auch über Flüchtlinge gesprochen wird, die zum Teil mit akademischem Hintergrund in dieses Land geflüchtet sind. Also ich meine, die sozusagen jahrelang in Baracken zu stecken, das ist ja weder eine menschliche Lösung noch eine wirtschaftliche Lösung. Hängt es nicht teilweise daran, viel weiter vorne anzusetzen bei dem Integrationskonzept? Wenn ich jetzt an Schweden denke, die Sprachförderung betreiben und solche Sachen. Ich bin überzeugt davon, dass alles das, was auf der einen Seite im Vorfeld Migration ein Stück steuert, sprich höhere Qualifikation, sozusagen attrahiert und alles das, alle die Maßnahmen, die helfen, dass die Integration verpflichtend relativ schnell auch durch Eigenleistung dessen, der in dieses Land kommt, passiert, all das halte ich für dringend notwendig. So, und das haben wir wirklich 20 Jahre versäumt. Meine Damen und Herren, von Ihnen Fragen zum Thema von Herrn Sattelberger? Früher Morgen. Früher Morgen, es hat noch keiner was gesagt. Haben Sie noch eine Frage in petto? Also mich würde interessieren, sind wir zu gut organisiert, was Bildung angeht? Weil wenn ich heute sehe, ich habe selber einen Teenager zu Hause sitzen, der sich jetzt mit seiner beruflichen Karriere anfängt zu beschäftigen, obwohl eigentlich die Party am Samstag wichtiger ist, aber der guckt so vorne weg und sagt, okay, dafür brauche ich eine 2, dafür brauche ich eine 2, dafür brauche ich eine 2, keiner fragt mich, was ich kann. Also erstens, wir haben heute
über 360 Ausbildungsberufe. Wir haben über 16.000 Studiengänge. Die Transparenz ist nicht mehr da. Übrigens sagen inzwischen auch wissenschaftliche Studien, dass wir viel zu eng ausbilden. Da wird verglichen Österreich und Dänemark und Deutschland. Und die Konsequenz für Deutschland heißt wirklich breitere Berufsfeldorientierung. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, die föderalen Strukturen machen es ja noch komplexer, machen es noch intransparenter. Inzwischen ist es so, dass ja die Anrechnung von ECTS oder von Kompetenzen in den deutschen Bundesländern schwieriger ist als im europäischen Binnenraum, sagte mir zumindest ein Präsident einer renommierten Hochschule jüngst, dass es heute einfacher ist, mit Dänemark oder mit England auszutauschen, als sozusagen von Schleswig-Holstein nach Bayern. Und das dritte Thema, ich glaube, dass wir über die ständige Diskussion über Strukturen und nicht über Inhalte und Pädagogik die Menschen in die Irre führen. Wir alle wissen heute, dass es nicht die Ressourcen und nicht die Strukturen sind, sondern die pädagogische Lust und Freude der Lehrerin und des Lehrers und die gute Ausbildung. Und die Vodafone-Studie sagt, dass 60% der jungen Lehrerinnen und Lehrer Angst haben, das erste Mal vor eine Klasse zu treten, weil wir eine Ausbildung haben, die sozusagen das Schnupperlernen im pädagogischen Alltag ja kaum ermöglicht. Also das sind richtig noch Herausforderungen, wo ich sage, naja, das sind wir vorsintflutlich. Sie haben ein Daimler-Modell zitiert, eine anderthalbjährige Ausbildung, ein bisschen niederschwelliger angesetzt. Was ist aus dem Modell der Quali-Bausteine geworden? Die sind eingeführt worden, man hat Ausbildungen in einzelne Teile zerlegt, aber ich sehe die nirgends in der Anwendung, dass mal jemand sagt, okay. Es ist ganz wenig in der Anwendung. Ich meine, viele Akteure scheuen kompetenzbasierte Qualifizierungsbausteine so wie der Teufel das Weihwasser. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass auch der DIHK, seine Monstranz der Beruflichkeit, dass alles 3 Jahre kompakt, teuer und dann nie mehr im Leben stattfinden muss, hinterfragen muss. Ich glaube, dass wir alle wissen, dass Bildung nicht wie im pädagogischen Trichter eingegossen werden kann, sondern in pädagogischen Portionen gegeben werden muss. Und dass immer wieder die praktische Verarbeitung, die Anwendungsorientierung sozusagen das A und O ist. Und der wahre Sinn der Modularisierung liegt ja eigentlich darin. Und da müssen ein paar Monstranzen mal auf die Seite gestellt werden. Dann, wenn immer noch niemand die Hand hebt, dann möchte ich mit diesem Appell Sie von der Bühne entlassen. Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Ich hoffe, es wird dem einen oder anderen Kopf etwas bewegen.